Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Ich bin euer Lund 1986. Ich habe gerne angerufen, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Ja, bitteschön. So, wir spielen Far Cry 3 weiter und ich habe mir heute einen Special Guest eingeladen, der sogar meine Regeln kennt, nämlich die Fresse halten, solange bis ich ihn vorstelle. Stell dich vor! Ja, hallo, hier ist der Endling und willkommen zu Stefans Part hier mit Far Cry 3 und so. Das ist der bekloppte Typ, den ihr immer wieder hier an den Steinen seht, wisst ihr? Den habe ich mir jetzt mal eingeladen, damit er euch und mir erklären kann, wie der diese Scheiße immer abzieht hier. Ne? Wie der einfach diese elend geilen Punkte erreicht. So geil sind die gar nicht mal. Du hast ja schon ein oder zweimal meine Punkte überstroffen. Ah, nur minimal. Ja, du bist ja auch nicht so gut, ja, ich weiß. Weißt du, der legt es direkt schon wieder drauf an, ne? Im Übrigen habe ich jetzt auch neue Soundeinstellungen und ich bin sehr gespannt über euer Feedback, weil, also ich habe ja vorhin die Folge aufgenommen, das ist die jetzt, die gestern kam. Da habe ich schon gesagt, neue Soundeinstellungen. Jetzt sind die Soundeinstellungen noch neuer. Der Endking hat sie mir abgenommen, also hat gesagt, die nimmst du, die sind geil. Und Feedback bitte in den Kommentaren, weil ich denke mal, wenn die jetzt stimmen, dann behalte ich die auch. Also ich fand die jetzt ziemlich geil, obwohl... Was, obwohl? Du fängst jetzt mit dem Obwohl an, während der Aufnahme fängst du mit dem Obwohl an, willst du mich verarschen? Deine Stimme entfaltet die Pracht, die natürliche Pracht nur, wenn man vor dir steht. Ja, das sowieso. Das machen wir aber dieses Jahr, weiß ich noch nicht. Eventuell zweimal sogar, zu Weihnachten. Ja, es könnte sein, dass ich einmal in Dortmund den Weihnachtsmarkt treffen mache und einmal in Potsdam. Bei meiner Freundin. Je nachdem, ob wir so lange dann noch zusammen sind oder nicht. Was ich natürlich hoffe, was ich mir wünsche und was wir dann sehen werden. Alles klar. Kann ich dann auch mal irgendwie so eine Pause mit dem ausmachen, dass ich dich mal bekomme so für ein paar Tage? Oder das musst du mit ihr ausmachen. Also das kann ich dir noch nicht versprechen. Habe ich mir jetzt die Prüfung der Rackkehrt hier markiert? Weißt du, du lenkst mich jetzt schon ab, Ameisenkönig. Oh, steht natürlich ganz oben. Kannst du dich noch an den feindlichen Sumpf erinnern? Was ist denn feindlicher Sumpf? Ja, Rackkehrt-Aufgabe feindlicher Sumpf. Du hast 830 Alter, Punkte erreicht. Ich habe noch nicht alle Namen von den Aufgaben aufgeschrieben. Töte so viele Gegner wie möglich mit der verfügbaren Waffe. Wir gucken einfach mal rein. Mit den Stegen ist das, oh Gott. Oh Gott, das ist geil. Das ist ultra geil. Die ist ultra geil. Hast du Tipps für mich? Kannst du mir Tipps sagen? Komm, sag mir. Du musst einfach schnell sein. Du musst überall hin und her rennen und Gegnern ausweichen und. Messer oder. Ich weiß gar nicht. Guck doch mal, welche Waffen das sind. Das sehe ich ja jetzt. Ich möchte dir mehr Input geben. Oh ja. Das ist auf jeden Fall mit Stegen. Hast du vollkommen recht mit. Stirb doch einfach. Danke. So, was hast du für Waffen? Eine ganz, ganz tolle. Beliebigen Namen hier einfügen. Weiß ich doch nicht, was das für eine Waffe ist, ey. Als ob ich mir das merke. Oder was? Ja, auch. Was hast du heute eigentlich mit deinen Perversitäten, hm? Normalerweise, ich kenne dich, da bist du gar nicht so pervers. Oh, wir haben auch Granaten. Das ist ja... Das bricht mal gleichgesetzt aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, ich glaube, ich habe einen ganz schlechten Einfluss auf dich. So, das Fass nehmen wir noch mit. Holen wir uns erstmal die Fässer, um ein bisschen mehr Zeit zu holen. Wir haben ja schon 95 Punkte von 855 möglichen oder noch mehr. Das, wie hörte ich? Ja, 855, deswegen weiß ich ja, dass sie möglich sind. Auch wenn du ja irgendwie ein bisschen freaky bist. Wie oft hast du die Rackjagd-Mission eigentlich gespielt zum Großteil? Manchmal nur einmal, aber das mit den Stegen habe ich glaube ich wirklich dreimal probiert, weil ich da auch abgekackt bin. Dann nachher rennen die einfach wieder bekloppt auf dich zu und wollen dich in der Ecke haben oder so, weiß ich nicht. In der Ecke ist doch eigentlich ziemlich gut. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Wenn die dann zu dritt ankommen und dich rammeln wollen. Ja, das ist natürlich dann wieder ungünstig, das stimmt. Geh mal weg da. 50 Sekunden, da haben wir noch ein Fass. Zack. Ich würde auch wirklich überall hinrennen, weil dann auch die Fässer überall verteilt sind auf der Map. Ich glaube, die ist doch nicht klein, oder? Ja, ich sehe es denn gerade schon, dass sie nicht wirklich klein ist. Also, jetzt brenne ich auch noch. Was soll das denn? Egal. Ja, man muss aufpassen. Ach, egal. Mach aus das Feuer da. Komm, weiter geht's. Ich finde das aber klasse, dass sie hier ihre Positionen so richtig auch schön nutzen. Zack. Mhm. Komm raus da. So, komm raus, wo immer du bist. Gebiet ist ja echt riesig. Lauf gleich mal in so eine Hütte rein und dann musst du mal gucken, wie die arbeiten dann. Das ist crazy. Crazy, sagst du? Soll ich mich in eine Hütte reinstellen? Ist das der Trick? Ist das der geheime Trick hier von dir?
Tent muss einfach richtig urban-mäßig überall rumspringen, um die Ecken laufen, sodass die einfach in die Hütte reinlaufen, da nochmal rein und dann zack, zack. Dass die einfach verwirrt sind, wenn du round the corner gehst und so. Round the corner. Oh ja, ich sehe es ihm gerade schon auf der Minimap. Jetzt wird es hier aber echt ein bisschen voll. Geht mal weg da, bitte. Bitte. Ja, ich bin ja noch höflich dabei, wa? Noch. Ja, noch. Wow, 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 wow. Nein! 390 Punkte gestorben bei 30 Sekunden noch über. Nein! What the fuck? Neu starten. Was ist passiert? Ja, ich bin tot. Woran hat's gelegen? Ja, also, hat mir einer dreimal in den Rücken gehauen. Ja, wieso? Flum, das darfst du nicht machen. Du musst ihn vorher dreimal in den Rücken hauen. Ja, viermal. Ich war aber mit den 25 Angreifern von vorne beschäftigt. Da hat mir der in den Rücken, hat mich dann nicht weiter gestört. So. Diese Perversen, die kommen immer von hinten. Wir testen's einfach normal aus. Geh doch einfach weg, weißt du, du bist am Brennen, Kollege. Stirb. Ey, das hab ich ihm gerade richtig gerne, weißt du, ey. Ich schieß ihn an, er fängt an zu brennen und geht mir voll auf den Keks. Geh weg mit deiner Pampe. Geh du auch weg. Zack, da hast du nur eine Granate. Wupp. Ah, geil, der Sprung hat hingehauen. Sind das denn die Nahkampfangreifer, die dich ordentlich schnetzeln wollen, oder sind das mit der Pumpe? Beide. Beide, oh. Beide, ja. Und gerade hat mich einer mit der Pumpe einfach mal umgesammelt. Balter, Vater. Okay, zwei Versuche haben wir. Einen Versuch habe ich jetzt noch. Also einen Versuch mache ich jetzt zumindest noch darauf. so wie du auch. Und jetzt erreiche ich 910 Punkte. Pass auf. Ja, bitte. Pass auf. Ich weiß jetzt, wo alles ist. Ich weiß jetzt, was hier losgeht. Ich habe sogar einen kleinen Bug. Nein, doch nicht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Upp. So, erstmal sammeln wir ein paar. Besonders sammeln wir mal ein paar Fässer hier. Oh, die Waffe ist so herrlich genau, ne? Die ist so herrlich super genau. Du hast ja immer noch nicht genau gesagt, welche Waffe du hast. Ja, weiß ich doch nicht, welche Waffe das ist. Ich merke mir doch nicht, welche Waffe hier was ist. Ja, ist es ein Messer oder ist das eine Pistole oder ist es ein Maschinengewehr? Das ist MG. MG. MG zusammen mit Granaten. Ich glaube, ich habe eine ziemlich geile Position gefunden. Wenn wir zumindest immer aus der Richtung kommen, dann kriege ich hier aber richtig gut hin. Weil ich brauche nur Granaten schmeißen. Auf zwei Positionen und das ist richtig lustig. Hallo, keine Granaten mehr? Ich habe keine Granaten mehr, nein! Was machst du denn? Ich habe keine Granaten mehr, ich dachte, die wären auch unendlich. Ja, hat mich das Spiel verarscht, hat mich getrollt. Schnell, dann mach eine auf Verrückter, der die ganze Zeit rumflitzt und so. Dann mach ich doch sowieso, das mach ich doch sowieso. Man muss sie einfach nur hinkriegen, dass sie auf eine Reihe kommen. Am besten dann noch in der Nähe von einem Fass. Das ist auch eine gute Taktik, ja. Bam. Schlitzerkill. Schlitzerkill. Ja. Mal hier, durchs Feuer. Die kommen mir durchs Feuer entgegen. Was hast du denn angetan, ey? Ich will dich da durchs Feuer jagen. Ja, bin lieb und nett. Mal wieder. Kennst das doch von mir. Ja. Jetzt hier von der Seite ankommen ist aber nicht, ja. 280 Punkte haben wir schon, anderthalb Minuten haben wir noch. Nein, nicht ganz anderthalb. Wir suchen mal das Gebiet, da müssen wir noch mehr Fässer rumliegen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich suche mir eben gerade schon eine andere Position, damit ich hier schön weitermachen kann. Oh, ich habe eine neue Granate, yeah, Mann. Ja, Leute, mögt ihr hier auch mal mit mir spielen oder lauft ihr nur rum? Ah! Hier bin ich. Gibt ja doch noch ein paar, die mitspielen wollen. So. Ihr kriegt eine Granate ins Gesicht. Wie nur eine erwischt. Was ist das denn? Das war aber nicht so geplant. Also. Au, 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 au. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Warum? Was willst du von mir? Geh weg. Ja, da war wieder einer, der hat mich jetzt hier dreimal ins Gesicht geschnitzelt, du. Alter. Bam. Wo gibt es denn hier noch Granaten? Wo gibt es denn hier noch Fässer? Da ist noch was. Wir brauchen Zeit, Boni. Wir haben nur 30 Sekunden und wir haben erst die Hälfte deiner Punktzahl erreicht. So ist besser. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Gib's doch einfach zu, du warst voll freaky unterwegs gewesen. Ja. Hast du einen Versuch nach dem anderen gestartet. Eigentlich hast du 250 oder so gemacht. Okay. Komm schon. Drauf. Wir sind wie so ein Bekloppter einfach hin und her und dann unter den Brücken her und dann wow. Naja, 550 haben wir schon mal. Ja, ist auch geil. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz annehmbar. Zack.
Wir haben 615. Naja, fast. Also ich glaube, wenn ich das noch ein bisschen besser time, eine schöne Position erfinde, kriege ich das auch besser hin. Aber ich meine, wir wollen ja auch was sehen. Ich möchte ja noch das Lager freischalten. Wir haben auch nur noch 5 Minuten dafür ungefähr. 5 bis 10, sagen wir es so. Das Lagermarsch nehme ich auf jeden Fall noch mit rein, egal wie lange es dauert. Fertig. Das ist doch eine Aussage, oder? Oh ja. Oh ja. Gut, gut. Wo ist denn das Lager überhaupt? Das ist dort hinten. Wundervoll. Welches Lager hast du denn? Ist das so eins an den Hängen und so? Ich hole jetzt das, was rechts unten ist. Auf der Karte. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Spiel offen hast. Ich weiß es noch nicht. Ich kann auf jeden Fall mit dem Gleiter in die Richtung. Ja, das ist am Strand. Ich gehe aber nicht mit dem Gleiter hin. Ach so. Ich mach das lieber anders. Ich bin cool. Du bist voll der Lurch. Voll der Lurch? Willst du mich verarschen? Nee. Deine Mama ist voll der Lurch. Ach so, dann bist du der Beleidigung hier einsetzen. Alles klar. Das bist du. Du stellst dich ja sicher wieder auf den Hügel und dann von da ballerst du wieder alle ab. Ja, natürlich, aber ich mach's anders. Ich spiel jetzt mit dem Granatwerfer rum. Ja, genau so. Den habe ich mittlerweile für mich entdeckt. Ich finde den ziemlich geil. Wenn du triffst? Ja. Natürlich treffe ich damit. Ja. Verstehe die Frage nicht. Ich sehe da nichts. Entdeckt, ne? Natürlich entdeckt. Von wem schon wieder? Da ist wieder der Verrückte, der nicht mit seinen Granaten treffen kann. Auf ihn. Ich finde das jedes Mal so geil, wenn du hier, irgendwas triffst und das dann am Explodieren ist. Ja, das sieht natürlich dann mega geil aus. Das stimmt, ja. Sind in 30 Sekunden da. Ja, holt doch eure Verstärkung, ist mir da egal. Wer ist schon geil? Von hier oben sieht man ja sogar die Haie im Wasser, lol. Wir kommen von Westen. Magst du jetzt mal da unten sterben oder was ist ab? Geht doch. Von Westen, da ist Norden, nie ohne Seife waschen, das heißt, ihr kommt aus der Richtung. Ich sehe euch auch schon. RPG. Wählen, zielen, Feuer. Nein, daneben! Warum fahrt ihr denn anders als gedacht? Was soll das denn schon wieder? Okay, habt ihr vielleicht gesehen? Ja, die wussten, dass ich auf die ballern werde. Ja, bleibt noch eine Sekunde am Auto stehen. Danke, Nachfrage, sehr schön. So, wo sind hier noch welche? Ich sehe hier keine. Die sehen mich, aber ich sehe sie nicht. Ach, da. Einer weniger? Du musst dich auch verdeckt halten, wie ein graziler, fetter Panther. Schnell. Zuschlagen. Ja, das Problem ist eben gerade, die fetten Typen, die haben mich entdeckt und die sind aber jetzt weg. Ja. Jetzt kommen sie von Osten! Oh Mann! Wow! Da kommen aber nicht nur ein oder zwei, da kommen ein paar mehr. Multikill. Multikill, Monsterkill. So, einer noch übrig? Ne, zwei. Ah, verdammt, drüber geschossen. So, da habe ich ihm den rechten Hoden weggeschossen. Wo ist jetzt der andere? Da. Das ist aber nicht so nice. Willst du mich jetzt verarschen, Kollege? Geht doch. So, haben wir da unten noch irgendjemanden? Da unten muss irgendwo noch einer sein. Komm, zeig dich. Komm raus, wo immer du bist. Bin ich jetzt blind? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Das ist bestimmt wieder so ein Hund oder so, der irgendwo in der Ecke festhängt oder so ein ja. Scheiß. Ist dir das auch öfter mal passiert, dass du so einen Blödsinn dann hattest? Nee, ich hab mich eigentlich immer reingesneakt und dann Spritze rein, dass ich alle gesehen hab und dann... Ist ja langweilig, Spritze rein, dass du alle siehst. Alter. Das kann ja jeder. Nee. Ja. Wohl. Probier mal, los. Nee, müsste ich... Du gehst ja immer nur von der Ferne an, du. Ja, aber wenn ich jetzt nah rangehen würde, dann, Kannst du richtig schön deren Angst in den Augen sehen, wenn du den aufschlitzt. Die Eingeweide rausholst. Nee, ich meine, mit der Spritze, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen lame. So. Da kannst du auch auf die Minimap achten. Da kommt auch selber raus. Du musst ja nicht die ganze Zeit spritzen rein, du kannst ja ganz kurz am Anfang, damit du weißt, ach so, da hinten ist da noch einer, okay. Dann so, 32 von 34 Außenposten. Wo ist der Eingang zu dem Außenposten? Da ist der Eingang. Dann holen wir noch schnell die Speicherkarte. Und ich würde sagen, dann war es das auch schon wieder für heute. Fast. Oh nein. Ja doch. Ja doch. Muss sofort hochladen, will ich sehen. Ja, morgen. Nee. Ja doch. Heute. Morgen. Verarschen? Morgen. Ich glaube, Stefan braucht es morgen. Nee.
Doch. Ich hab ihm gerade aufs Maul gegeben. Pass mal auf, du. Jo. Pass auf, Digga, hier, was du sagst. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns an der Stelle wieder in der nächsten Folge, dann wahrscheinlich wieder alleine oder mal schauen, wen ich noch mit dazu kriege. Ich bin euer Lud 1986 mit dabei. Endking, macht's gut, Leute. Endking Number One, um genau zu sein. Ne? Ich verlinke ihn, falls er seine Stimme euch gefallen hat. Also seine Let's Plays sind cool, er macht coole Sachen, er ist auch bei GameStar. Schaut einfach unten rein in der Beschreibung, schaut ihn euch an und wenn ihr ihn mögt, dann abonniert ihn. Bis dann. Bussi, ciao.